Alle die, die dachten, dass Totti Messi schon die Spitze des Eisbergs gewesen ist, nein, EA hat noch einen Banger rausgehauen und zwar eine 98er Evolution-Karte verschenkt, die viel, viel, viel bessere Stats als Lionel Messi Totti hat. Hiermit herzlich willkommen bei OFRGAME mit mir, dem Daniel und einem erneuten Video auf unserem Kanal. Es ist nicht lange her, da hat EA wieder übelst ein Patzer rausgehauen und jedem oder fast jedem Glücklichen ein Team of the Year Messi geschenkt. Da kam natürlich das Statement auch heute raus nach 48 Stunden und wer hätte es gedacht, jeder der diese Messi-Karte gezogen hat, wird diese auch behalten. Zwar haben sie angegeben, dass 0,7% der Community nur diese Karte erhalten haben, aber ich würde mal schwer behaupten, dass diese Stats irgendwie manipuliert sind. Ich habe jetzt in den letzten zwei Tagen allein in der Elite Division 12 Mal gegen Lionel Messi gespielt, da kann mir keiner was von 0,7% erzählen, außer man zählt alle die jeglichen Verkäufe von EA dazu, vielleicht kommt man dann auf 0,7%, aber sicherlich nicht bei den ganzen Spielern, die noch aktiv spielen. Also was heißt die ganzen Spieler? Es sind geringe Zahlen an Spielern, muss man tatsächlich sagen, zu den letzten Jahren, aber zu den aktiven Spielern würde es niemals 0,7% sein. Des Weiteren werden wir natürlich keine Entschädigung bekommen, die, die nicht Messi gezogen haben. Nichtsdestotrotz, vielen, vielen Dank EA, dass ihr so verkackt habt, aber auch natürlich Glückwünsche an die, die Messi behalten dürfen. Selbstverständlich ist die Rede hier von dem 86er Player Pick, welches vor zwei Tagen rauskam und nach 24 Minuten circa wieder offline genommen wurde, wo EA den Fehler gestanden hat, dass sie einen Totti Messi von der Chance her sehr, sehr hoch gelistet haben, was eigentlich nicht hätte sein sollen. Also es geht lediglich da um diesen 86er Player Pick für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Natürlich kann sich EA das nicht nehmen lassen, noch eine Schippe draufzulegen. Und Messi, dachten wir schon, ist wirklich schon die Peak, aber da haben wir uns hart geirrt. Heute kommt ja Road to the Knockout Karten Event raus. Das heißt, für Europa League, Champions League, etc. werden Road to the Knockout Karten kommen, welche natürlich Upgrades bekommen können. So. Eine Karte hat es da in die Geschichte geschafft, sagen wir mal so, von EA. Und zwar ist da die Sprache von Teller. Ich würde es wahrscheinlich falsch ausgesprochen haben. Der Nigerianer von Bayer Leverkusen hat auch eine Engländer-Karte. Aber hier geht es lediglich um die nigerianische Karte von ihm. Und zwar nichts, dass diese Karte schon released ist, bevor das Event überhaupt gestartet hat. Sondern es geht eher darum, dass Leute, die eine Evolution mit diesem Teller gestartet haben, ein Umsonst-Upgrade auf eine 98er Gesamtrating-Karte bekommen. Besser gesagt, bekommen können. Es ist zwar so, dass jede Teller-Karte im Verein komischerweise, weiß Gott warum, von EA FC einfach geupgradet wurde in die neue Road to the Knockout Stage-Karte. Das heißt, jeder, der eine Teller-Karte hatte im Verein, hat automatisch nun die 86er Teller-Karte im Verein. Natürlich ist die Peak davon, dass es nun dazu kommt, dass Leute vielleicht wohlmöglich schon eine Teller Evolution gestartet haben mit dieser Karte. Das heißt, ihr bekommt das 12+12 Upgrade, was seine Road to the Knockout Stage Karte im Gegensatz zu seiner Silberkarte einfach hat, bekommt ihr auf eure Evolution draufgesetzt. Das heißt, es gibt Leute, die laufen nun mit einer 98er Teller Evolution Karte rum. Wie kann sowas passieren? Wie kann nach EA Mistake Number One Messi jetzt noch nach zwei Tagen später sowas passieren, dass jeder diese Tellerkarte in seinen Verein bekommt? Ich check sowas nicht. Es ist ja schon schlimm genug, dass dieses Spiel katastrophal ist. Es ist schlimm genug, dass das Menü katastrophal ist. Und nun verkacken sie SBCs, Evolutions und, was man alles noch verkacken kann an diesem Spiel, immer und immer mehr. Natürlich glücklich für die Leute, die die Evolution mit Teller gestartet haben, warum auch immer. Aber es kann natürlich auch vorkommen, dass ihr eine Karte von Teller bekommt, die halt nicht 98 hat, sondern vielleicht nur 90 oder 91. Es wird einfach immer dieses +12 Upgrade von seiner Special-Karte auf eure jetzige Evolution draufgepackt.
So kommt dieses Gesamtrating zustande. Falls ihr euch fragt, warum habt ihr nicht die 98er, sondern vielleicht nur die 90er Karte. Nichtsdestotrotz ein absolutes No-Go. Und dann gibt es Leute, die irgendwie EA noch irgendwo in Schutz nehmen, wo ihre Gedanken wirklich nur noch im Shop liegen, dass so früh wie möglich, so oft wie möglich irgendwelche Schmutzpacks für 40 Euro kommen, dass ihr euer Geld da reinbuttert. Ich bitte euch jedes Mal drum, bitte legt kein Geld in FIFA Points rein. Versucht so gut wie möglich, es ist natürlich in den letzten Jahren leichter geworden, spielerisch euer Geld zu machen oder zu traden, wenn ihr die Zeit habt, aber bitte investiert kein echtes Geld in diesen Saftladen von EA. Es wird immer schlimmer und es juckt sie nicht und die meisten haben gedacht, mit dem Umbruch von FIFA auf EA FC wird es besser. Wir haben uns alle getäuscht, das Spiel ist noch viel schlechter geworden, als es die Jahre schon war. Nichtsdestotrotz, für die Leute, die natürlich die Evolution haben, mein Glückwunsch, das ist eine absolut kranke Karte mit 99 Pace, 96 Schießen, 98 Passen und 98 Dribbling. Bitte, wer ist da Lionel Messi, Totti? Diese Tellerkarte ist nochmal ein Stück krasser als ein Lionel Messi Team of the Year. So, das soll es auch gewesen sein mit diesem Video. Ich musste mich mal kurz ein bisschen auslassen über diese schrecklichen Moves, die EA einfach Tag für Tag mittlerweile schon raushaut. Und die Leute, die das immer noch tolerieren, ihr tut mir wirklich leid. Kommt endlich auf den Punkt der Realität zurück, dass EA sich nicht drum interessiert, was genau ihr euch wünscht, beziehungsweise was genau ihr an einem Spiel sehen möchtet. Es geht denen lediglich um das Profit. So, das war's von mir. Mich würde wirklich brennend eure Meinung interessieren, was ihr nun macht. Spielt ihr überhaupt noch FIFA, beziehungsweise EA FC? Was haltet ihr vom nächsten Mistake? Werden wir in 3 Tagen noch mehr Mistakes sehen mit einer 101er Gesamtstärke? Wir werden es nicht erfahren. Wir werden es erst sehen, wenn es soweit ist. Aber so wie es aktuell der Schein ist, wird es nicht besser, meiner Meinung nach. So. Ich verabschiede mich hiermit. Danke fürs Einschalten. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.